Mycroft, Gott sei Dank. Es muss schon etwas äußerst Dringendes vorliegen, wenn Sie mich bitten, herzukommen. Was also kann ich für Sie tun, John? Es geht um Sherlock. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Was ist denn los? Er spricht mit niemandem mehr. Seit 3 Tagen hat er nichts mehr gegessen, getrunken oder sein Zimmer verlassen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, anzurufen, habe SMS geschrieben und eine E-Mail geschickt. Doch nichts. Keine Reaktion. Das ist in der Tat äußerst merkwürdig. An welchem Fall hat er denn vor dieser Caprice gearbeitet? Auch das ist merkwürdig. In der Regel weiht Sherlock mich in seine Fälle ein und berichtet über seine Fortschritte. Doch dieses Mal hat er sich in tiefes Schweigen gehüllt. Mehrfach ist er für ein paar Tage verschwunden, ohne mir vorher Bescheid zu geben. Ich habe Zugtickets nach Belgien und Deutschland gefunden und Flugtickets, die belegen, dass er in der Schweiz und in Bulgarien war. Schön, aber was kann ich da tun? Mir wird er ganz bestimmt nichts erzählen. Wir sollten zumindest sicher gehen, dass es ihm gut geht, oder? In Ordnung. Dann wollen wir mal. Shelley! Shelley! Ich bin es, Mycroft! Na los, mach auf! Sehen Sie? Das ist doch merkwürdig, oder? In der Tat, er hasst es, wenn ich ihn Shelley nenne. Sherlock, antworte! Was, wenn er eine Überdosis genommen hat und gar nicht antworten kann? Sie haben recht. Angesichts der Umstände haben wir wohl keine andere Wahl. Wir müssen die Tür aufbrechen. In Ordnung. Auf 3. 1, 2, 3. Meine Herren, was für eine Überraschung. Mycroft, was gibt es? Waren wir nicht erst heute Abend verabredet? Sherlock! John! Nun, wie ich sehe, erfreust du dich bester Gesundheit. Keine Beschwerden meinerseits. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Eine reine Verschwendung geistiger Kapazitäten, John. Na, dann kann ich ja jetzt wohl gehen. Cheerio, Doktor. Sherlock, ich erwarte dich im Club. Sicher doch. Bis dann. 7. Juli, 19.38 Uhr. Mycroft hatte zwar nichts dergleichen gesagt, aber mit der Art, wie er sich von mir verabschiedete, brachte er deutlich zum Ausdruck, dass er mich für einen hysterischen Spinner hielt. Ich machte mir nichts daraus und war froh zu sehen, dass es Sherlock gut ging. Meine Versuche, mit ihm über den Fall zu sprechen, an dem er offenbar arbeitete, scheiterten hingegen weiterhin. Ich weiß nach wie vor nicht, woran Sherlock derzeit arbeitet, aber sein Verhalten ist und bleibt alarmierend. Mehr, liebe Freunde, kann ich euch leider nicht berichten. Kein neuer Fall, kein Bericht. Gibt es denn keinen alten Fall, von dem Sie uns berichten können, Dr. Watson? Sweet Sandy 95, 19 Uhr 58. At Sweet Sandy 95. Oh ja, gute Idee, Smiley. Miss Marple ist the better detective. 20 Uhr 1. Also, was mich schon immer interessiert hat, wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? English Bulldog, 20 Uhr 3. Na los, John. Wie sind sich der berühmte Sherlock Holmes und sein Assistent Dr. Watson begegnet? War es lieber auf den ersten Blick? Democracy Now, 20 Uhr 7. Also gut. Um die ganze Geschichte zu erzählen, muss ich aber ein wenig ausholen. Nur so viel vorab. Hätten die Dinge damals anders gelegen, wäre Sherlock vermutlich nicht mehr am Leben und ich niemals in die Baker Street gezogen. Aber der Reihe nach. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Ein Fluch in Rosarot. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Wie ihr vielleicht wisst, hatte ich mich nach Abschluss meines Medizinstudiums bei der British Army als Stabsarzt verpflichtet. 12 Jahre lang habe ich meinem Land treu gedient, war in den verschiedensten Teilen der Welt im Einsatz. In meinem letzten Jahr wurde ich nach Afghanistan versetzt. Zu dieser Zeit fand gerade eine Großoffensive der ISAF unter NATO-Führung statt, Operation Mujahedin. Meine Einheit hatte man nach Marcha, Helmand, versetzt, einer Taliban-Hochburg. Rund 4.800 US- und 1.200 britische Soldaten waren im Einsatz. Seit Tagen tobten schwere Kämpfe um das Dorf Tarok Kolash. Schließlich wurde es durch ein Flächenbombardement gänzlich zerstört.
Nur nackt schon, wir wollen T-Man doch nicht den Tag versetzen. Meine Einheit bildete die Nachhut. Wir hatten den Auftrag, nach Überlebenden und Verletzten zu suchen. Doch wir gerieten in einen Hinterhalt und wurden von einer Taliban-Kampfgruppe angegriffen. Dabei wurde ich an meinem rechten Bein von einem Bombensplitter schwer verletzt. Wie sich bald herausstellte, war ich damals der einzige Überlebende. Meine Kameraden und auch unsere Gegner wurden in den Kämpfen getötet. Die Einsatzwagen waren zerstört und ich war vollkommen auf mich allein gestellt. Bis heute weiß ich nicht, wie es mir gelungen ist, mich mit meinem verwundeten Bein über 35 Meilen quer durch das Hinterland zu schleppen. Aber nur wenige Kilometer von unserer Basis entfernt brach ich zusammen und verlor das Bewusstsein. Zu meinem Glück fand mich ein vorbeifahrender US-Konvoi und rettete mir das Leben. Ich lag 3 Tage im Koma. Die Ärzte kämpften um mein Leben. Sie sind in Sicherheit. Wachen Sie auf. Sie haben wieder geträumt. Was? Wo bin ich? Ryan? Smith? Wissen Sie es nicht mehr. Sie sind in Hastings. Im Kingswood Sanctuary. Oh ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Wie geht es Ihnen heute, Dr. Watson? Schauen Sie doch nur, wie blendend das Wetter da draußen ist. Ja? Ja, das ist es wohl. Möchten Sie heute aufstehen? Was meinen Sie? Es ist so ein schöner Tag. Sie könnten am Strand spazieren gehen. Später vielleicht. Na dann. Ich schalte Ihnen mal das Radio ein. Dann haben Sie ein wenig Unterhaltung. Danke, Schwester Ruth. Nachdem ich körperlich wiederhergestellt war, hatte mein behandelnder Arzt eine schwere posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert und mich aufgrund akuter Suizidgefahr in eine psychiatrische Klinik in Hastings eingewiesen. Rückblickend muss ich sagen, dass damals nicht viel fehlte und ich hätte meinem Leben selbst ein Ende gesetzt. Ich wollte sterben. Es kam mir nicht richtig vor, dass ich als einziger meiner Einheit den Einsatz überlebt hatte. Und mit meinem Todeswunsch war ich weiß Gott nicht allein. In jenem Jahr schien Selbstmord regelrecht in Mode zu geraten. Wie wir soeben erfahren haben, ist der allseits beliebte britische Hollywood-Schauspieler Joel Strange gestern überraschend verstorben. Nein. Er wurde heute Morgen von seiner Haushälterin auf seinem Anwesen in London tot aufgefunden. Wie uns die zuständige Polizeistelle bestätigte, geht man nicht von einem Verbrechen aus. Offensichtlich handelt es sich um Selbstmord. Strange wurde nur 54 Jahre alt. Für die Hauptrolle im Film Ralphies Erwachen hatte er bereits mit 26 seinen ersten Oscar gewonnen. Viele Freunde und Kollegen reagierten mit Bestürzung auf diese Nachricht. Wieso sich Strange das Leben nahm, ist bisher noch nicht bekannt. Ich gebe zu, ich war ein großer Fan von Joel Strange. Ich hatte alle seine Filme gesehen. Sein Tod kam mir absolut sinnlos vor. Hätte ich damals allerdings geahnt, dass dieses Ereignis mein Leben nachhaltig verändern sollte, hätte mich das vielleicht getröstet. Wieso ich ausgerechnet an diesem Tag die Klinik verließ und mit dem Bus nach London fuhr, kann ich nicht genau sagen. Aber Joel Strains Tod muss damit etwas zu tun gehabt haben. Heute weiß ich, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Doch als ich damals in London ankam, wusste ich zunächst nicht, was ich tun sollte. Ach John, was bin ich froh, dass du dich für das Leben entschieden hast. The Real Watson, 20:49. Der Krieg macht schlimme Dinge mit den Menschen. Wir können uns das nur schwer vorstellen. Baker Street Home, 20:51. Liebling, es tut mir so leid, dass du all das alleine durchmachen musstest. Ich liebe dich. Mary loves John, 20:58. Es sind Menschen wie Sie, die für unsere Freiheit kämpfen. Dafür kann ich mich nur bei Ihnen bedanken, Dr. Watson. English Bulldog, 21:03. Danke, Leute. John Watson, 21:05. Was haben Sie gemacht, als Sie in London angekommen sind? Democracy Now, 21:07. At Democracy Now. Naja, was man so macht. Ich bin auf Wohnungssuche gegangen. John Watson, 21:08. Wie sich herausstellte, war es alles andere als einfach, ein bezahlbares, möbliertes Zimmer zu finden.
Ich wähnte mich schon obdachlos im Park oder bei meiner überfürsorglichen Schwester im Gästezimmer. Resigniert saß ich in einem Café und durchsuchte nochmal die Annoncen in der Zeitung, als mich der Besitzer des Cafés ansprach. Wie ich sehe, suchen Sie eine Wohnung. Ein Zimmer zur Miete für den Anfang. Aber ich bezweifle, dass es in London einen geeigneten Mitbewohner für mich gibt. Merkwürdig. Beinahe das Gleiche sagte vor ein paar Tagen ein guter Bekannter zu mir. Sie müssen ihn unbedingt kennenlernen. Ich habe das Gefühl, dass Sie beide gut miteinander auskommen würden. Sie kennen mich doch gar nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie haben keine Ahnung, was für Freaks ich auf der Suche bisher begegnet bin. Nun ja, auch mein Bekannter ist eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Man könnte sagen, er ist sehr eigen. Aber ich stehe tief in seiner Schuld und verbürge mich für ihn. Ich versichere Ihnen, dass Sie nicht enttäuscht sein werden. Also gut. Wo finde ich diesen Mann? Baker Street. 221b Baker Street. Sein Name ist Sherlock Holmes. Richten Sie ihm bitte ganz herzliche Grüße von Stamford aus. Und er soll sich keine Sorgen machen. Die Küche des Cafés steht ihm weiterhin für seine Experimente zur Verfügung. Ich habe das mit den Nachbarn geklärt. Was für... Ja, also, das werde ich. Vielen Dank für den Hinweis. Wie ich später erfuhr, verdankte Bertram Stamford Sherlock die Auflösung einer hässlichen Erpressung und entging damit einer drohenden Haftstrafe. Sherlock konnte Stamfords Unschuld beweisen und den wahren Täter, seinen früheren Geschäftspartner, überführen. Noch heute schaue ich von Zeit zu Zeit bei Stamford vorbei. Kaffee trinke ich dort allerdings nicht mehr, seitdem ich erfahren habe, für welche Art Experimente Sherlock die Küche des Cafés dort nutzt. Am nächsten Morgen beschloss ich, mir diesen ominösen Sherlock Holmes einmal näher anzusehen. Dort angekommen, betrachtete ich unschlüssig das schmucklose viktorianische Backsteingebäude. Als ich mich gerade dazu entschlossen hatte, an der Tür zu klingeln, drängte sich ein jugendlicher Punk an mir vorbei und klingelte Sturm. Wenige Sekunden später öffnete sich die Tür und er verschwand im Haus. Unsicher blieb ich auf dem Absatz stehen, als der Junge sich nochmal nach mir umdrehte und fragte: Willst du auch zu Sherlock? Ja. Ich wollte tatsächlich eben zu Mr. Holmes. Da bist du hier genau richtig. Na los, komm mit! Dann drehte er sich um und eilte auf eine Treppe zu, die zu den oberen Stockwerken führte. Meine Neugierde war stärker als meine Verwunderung und so folgte ich ihm ins Haus. Lucy, du warst die einzige Person, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter der Bühne aufhielt. Das ist doch lächerlich. Als ich die Wohnung betrat, traf ich auf eine illustre Gruppe von Menschen. Ein hagerer Mann, vielleicht Ende 20, stritt heftig mit einer zierlichen, jungen Blondine in einem schrillen, für diese Uhrzeit völlig unpassenden Hauch von einem Kleid. Neben dem Mann standen zwei Polizeibeamte, die Arme vor der Brust verschränkt, und sahen sich schweigend das ganze Theater an. Du warst es, die sich erst selbst verletzt und dann Jimmy Farnville erstochen hat. Das Messer hattest du zu diesem Zweck in der Falte des Vorhangs versteckt und es dann im entscheidenden Moment herausgezogen. War es nicht so? Wie können Sie es wagen? Jimmy hat mich angegriffen, es war Notwehr. Er wollte mich umbringen. Da zog mein jugendlicher Begleiter ein Messer aus seiner Jackentasche, das sorgfältig in eine Plastiktüte verpackt war, und reichte es dem hageren Mann. Hab es unweit des Clubs gefunden, genau wie du gesagt hast, Sherlock. Es ist vorbei, Lucy. Doch die Frau war so in Rage, dass sie George kurzerhand das Messer aus der Hand riss und es Sherlock drohend entgegenhielt. Jimmy hat es verdient. Sie wissen ja nicht, was er mir und den anderen Mädchen alles angetan hat. Ich wollte endlich frei sein. Ich lasse mich nicht von ihnen wegsperren. Damit kommen sie nicht durch. Sie stürzte sich auf Sherlock. Reflexartig sprang ich dazwischen und entwand ihr das Messer. Sherlock sah mich überrascht an. Kompliment. Gute Reflexe. Auch wenn es natürlich nicht nötig gewesen wäre, Mr. Watson. Dr. John Watson. Gregson, ich denke, den Rest erledigen Sie. Ich habe meinen Teil beigetragen. Während einer der Beamten der Frau Handschellen anlegte, bedankte sich der andere überschwänglich bei Sherlock. Ich bin immer wieder überrascht, wie Sie zu Ihren Lösungen kommen, Mr. Holmes. Reine Logik, Gregson. Reine Logik. Die Polizeibeamten verabschiedeten sich und verließen zusammen mit der zeternden Frau das Haus. Sherlock ging zu einem Regal, zog eine Vinylplatte heraus und überreichte sie George, der gemütlich an der Wand gelehnt und alles amüsiert beobachtet hatte. Wie vereinbart, George. Mann, Sherlock, wie bist du denn da wieder rangekommen? Unknown Pleasure von Joy Division von 1979. Eine Erstpressung.
Wahnsinn. Er wog die Platte ehrfürchtig in den Händen. Ich für meinen Teil stehe ja mehr auf das zweite Album, Closer. Grüß mir die anderen, wenn du sie siehst. Danke, Alter. Kannst dich auf die Obdachlosen und Rumtreiber von London verlassen. Und mit diesen Worten war er auch schon zur Tür hinaus. Ich blieb allein mit Sherlock zurück und sah mich neugierig im Wohnzimmer um. Es war ein gemütlicher Raum. In einer Ecke stand ein Kamin, davor zwei bequeme Sessel. An der gegenüberliegenden Wand bot eine Couch eine weitere Sitzgelegenheit. An den Wänden waren Regale angebracht, die unter der Last der Bücher schier zusammenzubrechen schienen. Auf dem großen Esstisch in der Mitte des Raums türmten sich Stapel von Papieren, Petrischalen und Flaschen mit undefinierbarem Inhalt. Sherlock beobachtete mich einen Augenblick nachdenklich. Vielleicht sollte ich mich nochmal in Ruhe vorstellen. Mein Name ist John Watson, Doktor der Kabul oder Bagdad? Wie bitte? Wo waren Sie stationiert? In Afghanistan oder im Irak? Woher wissen Sie? Sie haben sich gerade nur rasch rasiert. Unterhalb des linken Ohrs haben Sie ein paar Barthaare. Die Schuhe sind trotz des anhaltenden Regens perfekt geputzt. Bei der Armee. In Ihrem Revers steckt der Kugelschreiber des Hotels. Den Sie derzeit nicht. Stanton Inn. Nicht sehr empfehlenswert. Das ist auf eine recht niedrige Pension schließen. Deshalb Sie auch auf der Suche nach einem möblierten Zimmer in einer WG sind. Sie leiden seit Ihrer Rückkehr nach England PTSD und Schlaflosigkeit. Womöglich auch an einer Depression. Sie hadern damit, dass Sie noch am Leben sind und Ihre Kameraden nicht. Ein quälender und, wenn Sie mich fragen, kaum zielführender Gedanke. Wie? Nun, wie Sie sehen, lebe ich eher unkonventionell. Ich bekomme regelmäßig Besuch. Ich hoffe, das stört Sie nicht. Der Ordnungs- und Hygienezustand der Wohnung ist nicht verhandelbar. Ich brauche das Chaos und Platz für meine Experimente. Die Miete beträgt 480 Pfund. Durch die Tür dort geht es in die Küche. Eine Etage höher befinden sich zwei Schlafzimmer und das Bad. Also, was sagen Sie? Soll das ein Witz sein? Wie machen Sie das? Woher wissen Sie das alles über mich? Als sie die Treppen hinaufstiegen und in das Zimmer traten, bemerkte ich, dass sie ihr rechtes Bein leicht nachziehen. Ihre Körperhaltung, die tadellose Kleidung und ihr Haarschnitt lassen darauf schließen, dass sie bei der Army waren. Aufgrund der Verletzung ist es damit allerdings vorbei. Die kräftige Hauttönung in Gesicht und an den Händen legt derzeit nur zwei Einsatzgebiete der British Army nahe, Irak oder Afghanistan. Sie haben tiefe, dunkle Ringe unter den Augen, sie leiden an Schlafmangel, ausgelöst durch eine kriegsbedingte PTSD. Und was, wenn nicht der traumatische Tod der Kameraden, könnte dafür der Auslöser sein? Die Depression, habe ich geraten, ist naheliegend. Afghanistan. Ich war in Afghanistan. Und was haben Sie dort getrieben, mein Bester? Ich war Stabsarzt. Sie haben recht. Alle aus meiner Einheit sind bei unserem letzten Einsatz ums Leben gekommen. Und jetzt versuchen Sie erstmal den Kopf frei zu bekommen. Ihre Familie weiß nicht, dass Sie hier sind, stimmt's? Nein. Meine Schwester Harriet macht sich zu viele Sorgen. Das kommt mir bekannt vor. Und Sie? Wer sind Sie und was genau tun Sie? Was denken Sie? Ich würde sagen, Sie sind eine Art Privatdetektiv, aber... Aber? Meines Wissens arbeitet Scotland Yard nicht mit Privatdetektiven zusammen. Ich bin ein Consulting-Detektiv. Der einzige auf der großen, weiten Welt. Ich habe den Job erfunden. Und was genau machen Sie als Consulting-Detektiv? Ich löse Fälle mittels meiner Technik der Deduktion. Deduktion? Aha. Woher sonst wüsste ich wohl alle diese Dinge über Sie, Dr. Watson? Ich nehme alles wahr, auch die scheinbar unwichtigen Details. Durch Ausschluss aller unwahrscheinlichen Elemente schließe ich auf die Wahrheit, so unwirklich und absurd sie manchmal auch sein mag. Nun? Unsere Vermieterin Mrs. Hudson ist eine reizende ältere Dame, die im unteren Stockwerk wohnt. Ich bin mir sicher, Sie beide werden sich prächtig verstehen. Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer. Wer sagt Ihnen, dass ich vorhabe, einzuziehen? Oh, da mache ich mir gar keine Illusionen. Sie werden... Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich gebe zu, aber Sherlock Holmes faszinierte mich vom ersten Augenblick an. Noch nie hatte ich einen merkwürdigeren Menschen kennengelernt, der sich zudem seiner Eigenart derart bewusst war, sie beinahe eitel pflegte, wie mir schien. Dennoch hielt mich etwas davon ab, sofort zuzusagen. Ich hatte in den vergangenen Monaten Schreckliches erlebt und war noch nicht bereit, wieder voll ins Leben zu springen. Ja, selbstverständlich. Ich bin doch Sherlock ignorierte meine Zweifel und zog sich eilig seinen Mantel über. Hören Sie, ich muss los. Ein dringender Fall in Brixton. Ach, was halten Sie davon, wenn Sie mich begleiten? Sie sind Arzt, ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte er zur Tür hinaus und die Treppe hinab. Ich stand unschlüssig da und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Was ist nun mit Ihnen, Dr. Watson? Kommen Sie? Verdammt, wieso eigentlich nicht?
Mit einem Taxi fuhren Sherlock und ich nach Brixton, einem südlichen Stadtteil des London Borough of Lambeth. Zu meiner großen Überraschung führte uns der Weg in die dort ansässige Synagoge. Kaum waren wir ausgestiegen, trat ein untersetzter, rotgesichtiger Mann mittleren Alters auf uns zu. Holmes, gut, dass Sie kommen konnten. Dann bemerkte der Mann mich und war sichtlich verwundert. Sie kommen in Begleitung? Detective Chief Inspector Lestrade, darf ich Ihnen meinen neuen Assistenten Dr. John Watson vorstellen? Guten Tag. Oha, der feine Mr. Holmes hat neuerdings einen Assistenten. Na, wenn das nichts Neues ist. Ich dachte immer, Sie sind ein Einzelgänger. Na, was auch immer. Es war offensichtlich. Dem DCI ging es mächtig gegen den Strich, dass ich mir seinen Tatort ansehen sollte. Doch Sherlock schien sein Geknurre nicht im geringsten zu beeindrucken. Haben Ihre Trampeltiere von der Spurensicherung in der Zwischenzeit schon alle brauchbaren Indizien zerstört? Natürlich nicht. Alles ist noch so, wie es die beiden Zeugen vorgefunden haben. Folgen Sie mir. Inspektor Lestrade führte uns durch einen Seiteneingang des Gebäudes in einen dunklen, engen Flur. Offensichtlich fand in der Synagoge gerade ein Gottesdienst statt, denn er gab uns mit einem Zeichen zu verstehen, ihm von nun an schweigend zu folgen. Wir steuerten auf eine schwere Holztür zu, die von zwei jüdisch-orthodoxen Männern bewacht wurde. Wir traten auf sie zu und Inspektor Lestrade stellte sie uns vor. Mr. Holmes, Dr. Watson, darf ich Ihnen Mr. Halevi und Mr. Lerner, den Kantor der Gemeinde, vorstellen? Shalom. 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 Guten Tag. Guten Tag. Wir traten durch die Tür in ein Büro. Vor einem wuchtigen Schreibtisch lag der reglose Körper einer männlichen Person, bäuchlings auf dem Boden, das Gesicht auf der rechten Wange zum Schreibtisch gedreht. Inspektor Lestrade schloss die Zimmertür hinter uns und seufzte erwartungsvoll. Sherlock blickte sich kurz um und wandte sich dann an den DCI. Also, wieso bin ich hier? Sie würden mich nicht rufen, wenn es nicht einen bestimmten Grund dafür gäbe. Wie Sie wissen, hatten wir in den vergangenen 3 Tagen bereits 4 Selbstmorde zu verzeichnen, die sich auffallend ähneln. Ja, und? Was ist an diesem anders? Warum brauchen Sie jetzt meine Hilfe? Bislang haben wir bei keiner der Leichen eine Nachricht gefunden. Nun, diese hier hat eine hinterlassen. Eine äußerst mysteriöse noch dazu. Wie ich später von Sherlock erfuhr, waren in den vergangenen 3 Tagen der Schweizer Kulturattaché Eugène Bartard, dann ein Diamantenhändler aus Antwerpen und zuletzt ein Vorstandsvorsitzender des berühmten Auktionshauses Sarsons, Philippe de Croix, durch einen vermeintlichen Selbstmord aus dem Leben geschieden. Nicht zu vergessen mein Idol Joel Strange. Die Männer verband auf den ersten Blick nichts. Wieso also hatten sie sich alle in so kurz aufeinanderfolgenden Abständen das Leben genommen? Na dann, wollen wir mal. Bei den Toten handelt es sich um Rabbi Jakob Ehrenburg, 52 Jahre alt. Zuletzt lebend gesehen wurde er gestern Abend gegen 20 Uhr. Laut Aussage von Mr. Lerner und Mr. Halevi erfreute sich der Rabbiner in der Gemeinde großer Beliebtheit. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich das Leben nehmen wollte, wie bei den anderen 4 Fällen auch. Eigentlich sollte Rabbi Ehrenburg heute eine Bar Mitzwa abhalten. Das ist ja alles sehr interessant, aber ich ziehe es vor, mir den Tatort zunächst selbst anzuschauen und meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Inspektor Lestrade zog sich verärgert in eine Ecke des Zimmers zurück, während Sherlock den Leichnam des Rabbi betrachtete. Der rechte Arm war leicht abgewinkelt, die Hand lag etwa auf Hüfthöhe, mit der Innenseite nach oben, schlaff zum Körper gerichtet, während der linke Arm auf Kopfhöhe gerade ausgestreckt lag. Erst als ich die linke Hand betrachtete, sah ich, dass Rabbi Ehrenburg etwas in den Boden geritzt hatte. Was steht da geschrieben? Rache, Deutsch für Vergeltung. Wieso schreibt er auf Deutsch? Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Verbrechen mit antisemitischem Hintergrund handelt. Jüdischer Rabbi, deutsches Wort, das ist doch naheliegend, oder? Und Sie wundern sich, dass Sie ohne meine Hilfe kaum einen Fall lösen können? Er meinte Rachel, nicht Rache. Der Name einer Frau. Wenngleich der Rabbi ihn nicht mehr fertig schreiben konnte, weil er vom Tod überholt wurde. Das ist naheliegend. Amüsiert machte sich Sherlock daran, den Leichnam eingehender zu untersuchen. Ich beobachtete, wie er die Finger der linken Hand des Opfers untersuchte. Am Zeigefinger waren deutliche Verletzungen des Nagels und der Kuppe zu erkennen. Sherlocks Blick wanderte zum Sockel des schweren Mahagonischreibtischs. Ich stieg über die Leiche und ging in die Hocke. Ach, Dr. Watson, kommen Sie doch mal hierher. Ich möchte Ihre Einschätzung zur Todesursache hören. Was meinen Sie, woran ist der Rabbi gestorben? Ich hockte mich neben Sherlock und betrachtete zunächst den Kopf der Leiche. Vorsichtig schnupperte ich, ob ich das Aroma von Bittermandel vernehmen konnte, wonach man auf Zyankali hätte schließen können. Doch ich roch nichts dergleichen.
Ein Blick auf die Pupille des Opfers bestätigte meinen Verdacht, dass der Rabbiner erstickt war. Gerade als ich mich zu Sherlock wandte, bemerkte ich, dass er etwas vom Boden aufnahm und in seiner Manteltasche verschwinden ließ. Irritiert sah ich ihn an, doch Sherlock sprang behende auf und gesellte sich mit verschränkten Armen zu Inspektor Lestrade. Die beiden Männer schauten mich erwartungsvoll an. Ich war verärgert, er hatte mich nur als Ablenkungsmanöver zu Rate gezogen. Aufgrund der punktförmigen Augenbindehautblutungen gehe ich davon aus, dass dieser Mann erstickt ist. Das bezeugt auch die Einblutung hinter seinem Ohr sowie die für eine Zyanose typische bläuliche Verfärbung der Gesichtshaut. Bei der Obduktion dürfte man zusätzlich feststellen können, dass das Blut in den Organen sehr dünnflüssig ist, was wiederum... Und wie ist er erstickt? Das kann ich nicht sicher sagen. Würgemale oder andere Anzeichen äußerer Einwirkung fehlen. Sicher ist nur, es war nicht Cyankali. Aber der Obduktionsbericht wird Ihnen diesbezüglich eine Antwort liefern. Wenn wir nicht von Selbstmord ausgehen, tippe ich auf ein Muskelrelaxans, vielleicht Pancuronium. Eine Überdosis führt unter anderem zur Lähmung der Atemmuskulatur. Das müsste Ihr Gerichtsmediziner entsprechend nachweisen können. Danke, Dr. Watson. Das war sehr aufschlussreich. Ich denke, damit sind wir hier soweit fertig. Wie, das war alles? Und was soll ich mit diesen Informationen anfangen? Holmes, Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Sherlock seufzte genervt und ging vorsichtig durch das Zimmer. Er sah sich konzentriert um. Die Vorhänge vor dem Fenster wurden hastig zugezogen. Die deutliche Staubspur am unteren Saum des Stoffs und bezeugen, dass sie für gewöhnlich offen bleiben. Wieso also nicht auch am gestrigen Abend? Wer wollte nicht gesehen? Am vergangenen Abend war also noch eine weitere Person. Der leise Duft eines Damenparfums ist in den Vorhängen. Auch die Abdrücke der Pfennigabsätze auf dem Orientteppich hier deuten darauf hin. In Tiefe und der Länge der Abdrücke muss es sich um circa 1,78 Meter große Frau. Schuhgröße 38, nicht schwerer als 64 Kilo. Übrigens ist sie blond. Rabbi Ehrenburg kannte diese Frau. Es gibt jegliche Spur eines Kampfes und er hat noch versucht, ihren Namen mitzuteilen. Rachel. Der Rabbi hat das Wasserglas nicht auf den Untersetzer gestellt. Es hat sich am Wasserrand der Oberfläche der Schreibtischplatte gebildet. Er muss dieses Glas also kurz vor seinem Tun in Hand gehalten haben. Könnte darauf hinweisen, dass Dr. Watsons Einschätzung richtig ist und er die tödliche Substanz oral zu sich genommen hat. Das war verblüffend. Woher wollen Sie wissen, dass es eine blonde Frau und nicht ein, sagen wir, Mann mit Faible für exzentrisches Schuhwerk war? Für den Anfang wird wohl das blonde Haar am unteren Saum des Vorhangs als Indiz ausreichen müssen. Es schien mir so offensichtlich, dass ich vergaß, es zu erwähnen. Verzeihung. Sprachlos betrachtete der Inspektor das Beweismittel. Sie wissen, was das bedeutet, oder? Solange wir keine vergleichbaren Indizien bei den anderen Opfern finden, bedeutet das doch gar nichts, Holmes. Es kann ja auch sein, dass Rachel einfach nur eine alte Bekannte war. Davon gehe ich nicht aus. Sie sagten doch selbst, dass sich die 5 Suizide auffällig ähneln. Es ist anzunehmen, dass diese Rachel auch die anderen 4 Herren kannte. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mehr weiß. Ach, könnten Sie mir Einblick in die Akten der anderen Fälle gewähren? Das wäre äußerst hilfreich. In Ordnung, ich schicke Ihnen eine Kopie der Akten in die Baker Street. Also dann, kommen Sie, Dr. Watson. Der Blick des Inspektors wanderte noch immer fassungslos zwischen den von Sherlock aufgezeigten Indizien hin und her, während ich Sherlock aus dem Zimmer folgte und wir wieder die beiden Männer passierten. Der Kantor, Mr. Lerner, flüsterte Sherlock im Vorbeigehen leise etwas zu. Mr. Holmes, ich muss Sie dringend sprechen. Warten Sie bitte draußen vor der Synagoge auf mich. Sherlock nickte unmerklich und tat so, als hätte er es eilig. Draußen angelangt, warteten wir etwas abseits, bis Mr. Lerner zu uns trat. Mr. Lerner, Sie wollten mich sprechen? Hören Sie, ich weiß, Sie sind der berühmte Sherlock Holmes. Sie müssen diesen Fall schnell lösen. Sehr schnell. Sehen Sie, im jüdischen Glauben muss der Leichnam einer Person binnen 3 Tage beerdigt werden. Selbstmord ist allerdings eine schwere Sünde und ein Selbstmörder darf nicht auf geweihtem Boden begraben werden. Er gilt als Verdammter, Aussätziger. Ganz zu schweigen von dem Skandal für diese Gemeinde, wenn herauskäme, dass der angesehene Rabbi Ehrenburg sich das Leben genommen hat. Und Sie gehen fest davon aus, dass er nicht Selbstmord begangen hat? Ohne jeden Zweifel. Unser Rabbi war ein gottesfürchtiger und lebenslustiger Mann. Ein Selbstmord ist undenkbar. Sherlock zog einen kleinen Gegenstand aus seiner Manteltasche hervor. Es war ein schlichter, schmaler, goldener Ring, einem Ehering ähnlich. In die Innenseite waren hebräische Schriftzeichen eingraviert. Haben Sie diesen Ring schon einmal gesehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gehörte er dem Rabbi? Ich habe ihn bei ihm gefunden. Seien Sie doch so freundlich und übersetzen Sie die Schriftzeichen für uns.
Sein Scheinen ist unser Bündnis für die Ewigkeit. Sagt Ihnen das etwas? Nein, das kommt mir gänzlich unbekannt vor. Müssen wir den Ring nicht zurückbringen? Das ist doch ein Beweismittel in einem möglichen Mordfall. Ich versichere Ihnen, dass ich Inspektor Lestrade den Ring zu gegebenem Zeitpunkt zukommen lasse. Aber noch sind dieser Ring und der Name Rachel unsere einzige Spur. Ach, Mr. Lerner, der Name Rachel sagt Ihnen nicht zufällig etwas. Da fällt mir nur Rachel Greenbaum ein. Wie alt wird sie jetzt sein? Vielleicht 5, 6 Jahre. Reizendes kleines Mädchen. Ach, und natürlich Rachel, die Frau Jakobs aus dem Alten Testament. Das hilft uns leider nicht weiter. Wir sind auf der Suche nach einer blonden, hochgewachsenen Frau. Hatte der Rabbi denn in letzter Zeit ungewöhnlichen Damenbesuch? Gestern Abend zum Beispiel? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich gestern gegen 20 Uhr von ihm verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt saß er noch an seinem Schreibtisch. Nun, danke, Mr. Lerner. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden diesen Fall in Kürze aufklären. Mr. Lerner nickte erleichtert, ergriff Sherlocks Hand und schüttelte sie dankbar. Dann verabschiedete er sich auch von mir und ging zurück in die Synagoge. Sieh an. Die Rache ist mein. Ich will vergelten, zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. Was hat das zu bedeuten? Ich denke, das sollten wir als Warnung verstehen. Ich schätze, das nächste Opfer schwebt schon in Gefahr. Wer könnte das sein? Und woher hat er ihre Handynummer? Tja, die SMS stammt von einem unbekannten Absender. Unser Racheengel möchte so wenig Spuren wie möglich hinterlassen. Und was sollen wir jetzt tun? Dr. Watson, fahren Sie doch bitte schon mal in die Baker Street und nehmen Sie die Akten von Scotland Yard entgegen. Ich muss noch etwas erledigen. Wir treffen uns später in unserer Wohnung. Aber ich werde nicht bei Ihnen... Noch ehe ich protestieren konnte, hatte Sherlock mir den Hausschlüssel in die Hand gedrückt und war auf und davon. Kopfschüttelnd machte ich mich auf den Weg. Auf dem Weg zurück in die Baker Street haderte ich mit mir, ob ich nicht besser so schnell wie möglich das Weite suchen sollte. Aber meine Neugier war stärker als meine Bedenken und ich musste mir eingestehen, dass ich mich an diesem Vormittag zum ersten Mal seit langer Zeit wieder lebendig und nützlich gefühlt hatte. Vielleicht waren dieser merkwürdige Mensch und sein abenteuerlicher Beruf genau das, wonach ich instinktiv gesucht hatte. Ich betrat das Wohnzimmer und erschrak heftig, als ich dort unerwartet einen distinguierten Herrn antraf. Er war etwas jünger als ich, hochgewachsen, schlank und in einen teuren, dunklen Anzug gekleidet. Er stand auf und reichte mir die Hand. Der getreue Leser meines Blogs ahnt wohl schon, von wem hier die Rede ist, oder? Wie ich sehe, hat Sherlock Sie bereits mit zu einem seiner kleinen Abenteuer genommen. Das ist recht ungewöhnlich für ihn, Dr. Watson. Wer sind Sie? Und woher wissen Sie, wer ich bin? Jemand, der Ihnen einen guten Rat gibt, der Sie davon zu überzeugen versucht, nicht hier einzuziehen. Sherlock Holmes ist kein geeigneter Umgang für Sie. Und wieso nicht? Für ein akut suizidgefährdetes ehemaliges Mitglied der British Army ist dieser Ort ganz und gar unpassend. Auch wenn ich wohl zu Recht bezweifle, dass Ruhe die richtige Therapie für Sie ist. Ich bin ganz und gar nicht suizidgefährdet. Und woher wollen Sie das eigentlich alles wissen? Sind Sie Arzt? Nicht doch. Nun, wer Sie sind und was Sie getan haben, sagen wir, ich habe da meine Quellen. Und was meine Einschätzung angeht, Sie waren 12 Jahre im Militärdienst und sind seit Ihrer Verletzung aus Ihrem aktiven Dienst ausgeschieden. Dank einer diagnostizierten PTSD und auf Anraten Ihres behandelnden Arztes wurden Sie in ein Sanatorium eingewiesen. Das Kingswood Sanctuary vermisst Sie schon. Dabei ist es nur naheliegend, dass Sie nicht nach Ruhe suchen, sondern den Einsatz vermissen. Sie sind schließlich dafür ausgebildet worden, sich in brenzligen Situationen zurechtzufinden. Nochmal, wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin einzig um Ihre Gesundheit besorgt. Das ist alles. Schön, aber das ist nicht nötig. Gehen Sie jetzt bitte. Sie haben Ihren Standpunkt mehr als deutlich gemacht. Mein Gesprächspartner sah mich schweigend an und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. Wie schade, dass Sie nicht zur Vernunft kommen wollen. Ich behalte Sie genau im Auge. Meine Empfehlung, Dr. Watson. Und mit diesen Worten ging er. Was für ein merkwürdiger Tag. Ich brauchte nicht lange zu warten, bis ein Bote die angekündigten Akten der 4 weiteren Todesfälle brachte. Kurz darauf kehrte Sherlock nach Hause zurück und stürzte sich auf sie. Kein Wort davon, wo er gewesen war. Sofort verfiel er in tiefes Grübeln.
Ich wusste nicht so recht, ob ich ihn unterbrechen und was ich eigentlich sagen sollte. Oder sollte ich besser gehen? Doch mir brannten so viele Fragen unter den Nägeln, dass ich nicht lange stillhalten konnte. Mr. Holmes. Sherlock. Oh. Also gut, John. Nun, John. Als ich aus Brixton hierher kam, erwartete mich ein Gentleman, der mir nahelegte, nicht zu Ihnen zu ziehen. Ich bin mir nicht ganz darüber im Klaren, ob er mich vor Ihnen oder Sie vor mir beschützen wollte. Sie haben also bereits die Bekanntschaft mit meinem älteren Bruder Mycroft gemacht. Das hätte ich mir denken können. Er war noch nie ein Freund von Zurückhaltung. Er schien mir sehr besorgt. Ich sagte Ihnen doch bereits, es ist mir durchaus vertraut, dass sich ein Familienmitglied überfürsorglich benimmt. Ihre Harriet ist mein Mycroft. Und was genau macht Ihr Bruder beruflich? Er schien bestens über mich und meinen Werdegang informiert zu sein. Sagen wir es mal so, Mycroft arbeitet für die Regierung. Besser, Sie wissen nicht mehr darüber. Aha. Oh. Inspektor Lestrade. Ja, danke, die Akten sind angekommen. Ach, ja? Nun, das überrascht mich nicht. Lassen Sie mal hören. Aus dem Gespräch konnte ich entnehmen, dass es in der Zwischenzeit einen sechsten vermeintlichen Selbstmord gegeben hatte. Inspektor Lestrade bat Sherlock, sich den Tatort umgehend anzuschauen. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Bis gleich. Er beendete das Telefonat und schnappte sich seinen Mantel. Und John, haben Sie schon Ihre Koffer mitgebracht? Nachdem Ihr älterer Bruder mir so vehement davon abgeraten hat, hier einzuziehen, haben sich meine Zweifel nicht eben zerstreut. Die lasse ich nicht gelten. Na los, kommen Sie mit und mischen Sie mit mir Scotland Yard auf. Und jetzt sagen Sie nicht, dass es Sie nicht reizt. Ich konnte es in Ihren Augen sehen, als Sie die Leiche des Rabbis begutachtet haben. Oder wenn es Ihnen hilft, denken Sie daran, dass Ihre Arbeit einem guten Zweck dient. Bla bla bla. Sie helfen mit, Verbrechen aufzudecken, vielleicht sogar Leben zu retten. Schließen wir einen Kompromiss. Ich komme mit, aber die Entscheidung bezüglich des Zimmers halte ich mir vorerst noch offen. Wenn Sie meinen, dann mal los. Der zweite Selbstmord an diesem Tag führte uns nach Covent Garden ins Waldorf Hilton Hotel unweit der Themse. Das Zimmer des Toten befand sich im sechsten Stock. Als wir dort eintrafen, herrschte hektische Betriebsamkeit. Polizeibeamte, Hotelangestellte und ein Team von der Spurensicherung gingen ein und aus. Inspektor Lestrade begrüßte uns, sichtlich unzufrieden. Holmes, wie ich sehe, kreuzen Sie jetzt noch im Doppelpack auf. Sie sind sich aber darüber im Klaren, dass ich Unbefugten eigentlich keinen Zutritt zum Tatort gewähren darf. Dr. Watson hat doch schon bewiesen, dass er von Nutzen ist. Also, lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Mit wem haben wir es diesmal zu tun? Professor Dr. Daniel Fleischer, 53, lehrte an der Columbia University in New York Geologie am Department of Earth and Environmental Science. Eigentlich sollte er heute einen Vortrag bei der Jahrestagung der Geological Society of London halten. Als er nicht rechtzeitig erschien, ließ man nach ihm suchen und fand ihn tot in seinem Hotelzimmer auf. Wie bei den anderen Todesfällen scheint es sich auf den ersten Blick um Selbstmord zu handeln. Die Obduktion der anderen Leichname ergab jetzt zweifelsfrei, dass alle vier an einer tödlichen Dosis Pancuronium starben. Offensichtlich wurde das Mittel oral eingenommen. Daher ist es naheliegend, auch bei Rabbi Ehrenburg und Professor Fleischer vorerst davon auszugehen, bis die endgültigen Resultate aus der Pathologie vorliegen. Allerdings hat keines der Opfer die tödliche Dosis unter Gewaltanwendung eingenommen. Dafür liegen keinerlei Indizien vor. Daher müssen wir weiterhin von Selbstmord ausgehen. Übrigens haben wir bisher keine weiteren Hinweise auf Ihre ominöse, große, blonde Frau gefunden. Kannten die beiden Männer sich? Das klären wir gerade. Aber kommen Sie mit, sehen Sie sich den Tatort selbst an. Wir folgten dem Inspektor in ein geräumiges Hotelzimmer. Der Professor saß reglos in einem Sessel, die Arme kraftlos in den Schoß gelegt, der Kopf war nach hinten gekippt, die Augen weit aufgerissen zur Zimmerdecke gerichtet. Sherlock konnte keine neuen Anhaltspunkte an der Leiche ausfindig machen. Allerdings hatte die Spurensicherung ebenfalls einen Ring bei Professor Fleischer gefunden. Neugierig ließ Sherlock sich den Ring zeigen und studierte ihn eingehend. John, sehen Sie? Der Ring ist identisch mit dem des Rabbi. Sollten Sie dem Inspektor den anderen Ring jetzt nicht besser aushändigen? Nur Geduld. Scotland Yard hat ja nun auch ein Exemplar. Was flüstern Sie denn da mit Ihrem Assistenten? Wollen Sie uns Ihre Ansicht nicht mitteilen? Inspektor Lestrade,
Sie werden doch nun ebenso wie ich davon ausgehen, dass diese Anhäufung von vermeintlichen Selbstmorden alles andere als ein Zufall ist. Oder glauben Sie, dass alle Opfer rein zufällig zur gleichen Zeit darauf gekommen sind, eine Überdosis Pankuronium zu sich zu nehmen? Es handelt sich um Mord. Und da wir mittlerweile 6 Opfer haben, sogar um eine Mordserie. Eine äußerst interessante Entwicklung. Sie sagen das so, als wäre das eine gute Nachricht. Zu Ihrer Information sollte sich herausstellen, dass wir es hier tatsächlich mit Mord zu tun haben und es sich, wie Sie sagen, um einen Serientäter handelt, dann hoffe ich inständig, dass Sie diesen Mistkerl bald finden. Können wir einen religiösen Hintergrund denn endgültig ausschließen? Keinesfalls. Auch Fleischer war Jude. Es könnte sich also durchaus um ein antisemitisch motiviertes Verbrechen handeln. Und vielleicht hat der Rabbi ja doch Rache gemeint und nicht Rachel. Ja, ganz so abwegig ist das in der Tat nicht. Doch wie passt Joel Strange in dieses Bild? Soweit ich weiß, war er nicht jüdischen Glaubens. Sehr gut, John. Wie ich sehe, fangen Sie an, Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Auch wenn der Umstand, dass Mr. Strange kein Jude war, nicht ausschließt, dass sein Ableben etwas mit einem religiös konnotierten Hintergrund zu tun hat. Aber mir gefällt, dass Sie zur kritischen Reflexion imstande sind. Das deutet auf großes Potenzial hin. Lestrade, nehmen Sie sich mal ein Beispiel an Dr. Watson. Er ist offensichtlich in der Lage, simple Denkaufgaben zu lösen und einfache Schlüsse aus den vorliegenden Fakten abzuleiten. Das kann im Polizeiberuf durchaus von Vorteil sein. Ach ja? Danke für die Blumen. Soll ich die Turteltauben vielleicht alleine lassen? Was? Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht... Ach, John, gewöhnen Sie sich daran. Das ist die flache Art von Humor, die Inspektor Lestrade bevorzugt. Ach so. Ich muss zurück an die Arbeit. Wieder eine Nachricht von Rachel? Ja, Sie sagen es, John. Ich hatte längst damit gerechnet. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Zu seiner Zeit soll ihr Fuß gleiten, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. Ich gebe zu, dass es mir schmeichelte, wie Sherlock mich in diese Ermittlung einbezog. Als wir das Hotel verließen, war Sherlock sichtlich erregt und dachte fieberhaft nach. Dabei schnitt er seltsame Grimassen und seine Hände fuhren durch die Luft, als würde er seine Gedanken wie ein Musikorchester dirigieren. Kommen Sie, John. Als nächstes statten wir der Witwe von Rabbi Ehrenburg einen Kondolenzbesuch ab. Woher kenne ich dieses Zitat nochmal? Miss Marple is the better detective. 22:01. At Miss Marple is the better detective. Da hat wohl jemand die Bibelstunde in der Schule geschwänzt, was? 5. Buch Mose, Vers 32. English Bulldog, 22:03. Als ob das jeder wissen müsste. Democracy Now, 22:07. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kaisersauce, 22:09. Wir werden ja sehen. Erste Geige, 22:10. Mrs. Ehrenburg, ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass Ihr Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht Selbstmord begangen hat. Das hätte ich mir auch nicht anders denken können. Aber wer würde meinem Jakob so etwas antun? Er war ein guter Mann. Jeder hat ihn gemocht. Wir hatten keine Feinde. War Ihr Mann denn mit einem der anderen Opfer bekannt? Das haben mich die Herren von Scotland Yard auch schon gefragt. Aber nicht, dass ich wüsste. Aber wir waren erst seit 10 Jahren verheiratet. Was davor war, kann ich Ihnen nicht sagen. Wissen Sie, Jakob war schon einmal verheiratet. Seine erste Frau Esther verstarb sehr jung. Erst Jahre später lernte ich ihn kennen. Und wo haben Sie sich kennengelernt? Verzeihen Sie bitte, aber Ihrem Akzent nach sind Sie keine gebürtige Britin. Ja, das ist richtig. Ich habe Jakob in Belgien kennengelernt. Er war dort auf der Yeshiva. Er hat damals noch studiert und wollte unbedingt Rabbi werden. Und Sie lernten sich in Antwerpen kennen? Ja, aber woher wissen Sie das? Gehe ich recht in der Annahme, dass Ihr Mann kein gebürtiger Belgier war? Nein, er stammt aus einer kleinen Stadt in Kimberley. Das ist in Australien. Das ist ganz schön weit weg. Ja, aber durchaus nicht ungewöhnlich. Sehen Sie, ich komme ja ursprünglich aus Nova Scotia. Seit der Shoah gibt es nicht mehr viele Orte auf dieser Welt, wo Juden eine funktionierende orthodoxe Gemeinschaft finden können. Antwerpen ist einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte für orthodoxes jüdisches Leben. Vergleichbar mit der Gemeinde in Belgien sind höchstens noch die in Jerusalem, New York, Paris oder eben die hier in London. Sherlock zog den Ring aus seiner Manteltasche und zeigte ihn der Witwe Ehrenburg.
Haben Sie diesen Ring schon einmal bei Ihrem Mann gesehen? Nein. Gehörte er ihm? Das versuche ich gerade herauszufinden. Nachdem wir die Witwe Ehrenburg verlassen hatten, verabschiedete ich mich höflich von Sherlock und wollte mich auf den Weg zum Stanton Inn, meinem Hotel, machen. Das war ein sehr ungewöhnlicher Tag für mich und ich danke Ihnen für diesen Ausflug in die Welt der Kriminalistik, aber... John, es tut mir leid, aber ich bin sehr in Eile. Morgen früh 9 Uhr in der Baker Street. Seien Sie bitte pünktlich. Alles Weitere dann. Noch ehe ich darauf antworten konnte, war er schon auf und davon. Derart stehen gelassen, machte auch ich mich auf den Weg und fasste während des Spaziergangs zum Stanton Inn den Entschluss, mich nicht noch tiefer in den Fall hineinziehen zu lassen und mich ganz meinem eigentlichen Ziel, ein geeignetes Zimmer zu finden, zu widmen. Guten Morgen, John. Das musste ich zugeben, es war ein guter Morgen, denn in der vorangegangenen Nacht hatte ich so gut geschlafen wie schon seit Monaten nicht mehr und meine Zweifel vom Vorabend über Bord geworfen. Ausgeschlafen und mit leichtem Herzen trat ich also in der Baker Street an, wo mich ein ausgesprochen gut gelaunter Sherlock schon mit einer Tasse Tee in der Hand erwartete. John, ich habe gute Neuigkeiten. Haben Sie den Fall gelöst? Das nicht, aber wir sind auf der richtigen Spur. Ich rekapituliere. Sowohl bei Rabbi Ehrenburg als auch bei Professor Fleischer wurde ein Ring mit identischer Gravur gefunden. Mrs. Ehrenburg erzählte uns, dass sie ihren Mann vor Jahren in Antwerpen kennenlernte. Erinnern Sie sich? Das erste Opfer, Ezra Horwitz, der Diamantenhändler, kam ebenfalls aus Antwerpen. Ich bin mir sicher, somit haben wir neben den Ringen noch eine zweite Übereinstimmung, die mindestens zwei der Morde miteinander verbindet. Was fällt Ihnen zu Antwerpen ein, Dr. Watson? Antwerpen ist eine belgische Hafenstadt im flämischen Teil des Landes. Neben der bereits erwähnten großen orthodoxen Gemeinde gilt Antwerpen als Zentrum des Diamantenhandels. Sehr richtig, wenn sie auch in den vergangenen Jahren ihr Monopol verloren hat. Neben Antwerpen sind in der Zwischenzeit Mumbai, Ramat Gan, New York und Hongkong wichtige Handelszentren für Diamanten geworden. Und Sie meinen, dass unsere Selbstmorde etwas mit Diamanten zu tun haben? Liegt das nicht auf der Hand? Unser letztes Opfer, Dr. Fleischer, war ein Geologe. Er war Experte für den sogenannten Kimberlit, ein Gestein, das in seiner Zusammensetzung Diamantenvorkommen begünstigt. Ezra Horwitz war Diamantenhändler. Der Schweizer Kulturattaché Eugène Bâtard war, wie ich bei einer simplen Internetrecherche herausfand, viele Jahre lang Schirmherr der Diamantenmesse in Basel. Und der verstorbene Auktionator Philippe de Croix hatte von Berufs wegen ständig mit unschätzbar wertvollen Schmuckstücken zu tun. Aber wie passen Rabbi Ehrenburg und Joel Strange in das Bild? Das werden wir heute in Erfahrung bringen. Es muss eine Gemeinsamkeit geben, die alle Morde verbindet. Wenn wir zum Kern der Ereignisse vordringen, werden wir dort auch auf den Mörder Rachel und ein Motiv stoßen. Kommen Sie, John. Aber wie gehen wir weiter vor? Das liegt doch auf der Hand. Wir bringen in Erfahrung, ob alle Opfer einen solchen Ring besaßen und in der Vergangenheit etwas mit Antwerpen zu tun hatten. Ich habe uns bereits bei der Witwe des Schweizer Kulturattachés angemeldet. Sie erwartet uns. Also gut. Meine Herren. Sherlock Holmes und Dr. Watson für Madame Bâtard. Sehr wohl. Folgen Sie mir bitte. Der Butler von Madame Bâtard führte uns in einen eleganten Salon, wo wir auf einem kleinen Sofa Platz nahmen. Wir mussten nicht lange warten, bis die Witwe des Kulturattachés uns empfing. Ah, Monsieur Holmes, Dr. Watson, bonjour. Madame Bâtard, vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Guten Tag, Madame, und mein aufrichtiges Beileid. Was kann ich für Sie tun, Messieurs? Scotland Yard habe ich bereits alles gesagt, was ich über den Tod meines Mannes weiß. Nun, die Zeichen sprechen immer deutlicher dafür, dass Ihr Mann keinen Selbstmord beging, sondern ermordet wurde. Genau wie die anderen 5 Opfer. Oh, mon Dieu. Das wäre ja früh. Aber wer könnte so etwas tun? Um das herauszufinden, würden wir gerne von Ihnen wissen, ob Ihr Mann irgendwelche Feinde hatte, erpresst wurde oder in der Vergangenheit in ein Verbrechen verwickelt war. Männer, nicht, dass ich wüsste. Wir leben erst seit kurzem hier in London. So viele Leute kennen wir noch nicht. Kannten Sie oder Ihr Mann eines der anderen Opfer? Joel Strange, Ezra Horowitz, Philippe de Croix, Rabbi Jakob Ehrenburg und Professor Dr. Daniel Fleischer? No, nicht, dass ich wüsste.
Wo haben Sie vorher gelebt? Erst in Genf und Johannesburg, dann Berlin, Athen und Sydney. Ach ja, und in Jerusalem. Nicht aber in Belgien? No, niemals. Wissen Sie, ob Ihr Mann jemals in Belgien war? Je ne sais pas, malheureusement. Aber vielleicht kann Ihnen meine Schwiegermutter helfen. Sie ist zurzeit hier. Un moment, s'il vous plaît. Madame Bâtard verließ das Zimmer und kehrte einige Augenblicke später mit einer zierlichen älteren Dame am Arm zurück und führte sie zum Sofa. Die beiden Frauen nahmen uns gegenüber Platz. Meine Herren, darf ich Ihnen meine Schwiegermutter, Madame Dania Bâtard, vorstellen? Bonjour. Angenehm, Sherlock Holmes. Und ich bin Dr. Watson. Mein herzliches Beileid, Madame Bâtard. Merci, Monsieur. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Herren wollten von mir wissen, ob Eugène schon mal in Belgique gewesen ist. Ihr wart doch früher viel unterwegs. Ich habe einige Zeit mit Eugène in Antwerp verbracht. Das ist aber schon mehr als 36 Jahre her. Ach, das hat er mir nie erzählt. Was habt ihr dort gemacht? Fabrice, mein Ehemann, hatte wieder eine seiner, wie sagt man, une petite histoire d'amour. Eine Liebesaffäre. Ich pflegte in diesen Zeiten auf Reisen zu gehen. Eine Ehefrau ist ja dann nicht erwünscht. N'est-ce pas? Damals waren Eugène und ich den Sommer über in Antwerp. Ich habe ein paar Verwandte dort. Alors sind wir dorthin. Eugène besuchte damals die Yeshiva. So war der Aufenthalt nicht völlig sinnlos, n'est-ce pas? Ich verstehe. Wie alt war Ihr Sohn damals? 17 Jahre. Interessant. Sagt Ihnen in diesem Zusammenhang vielleicht der Name Rachel etwas? Non, leider nicht. Ja, doch. Ich glaube zwar nicht, dass es etwas zu bedeuten hat. Erzählen Sie es trotzdem. Damals in Antwerp, es gab da einen traurigen Fall. Es stand in allen Zeitungen, ein alter Mann, aussi un Juif, ein Jude, war auf offener Straße ermordet worden. Niemand konnte das damals verstehen. Der Mann war, wie sagt man, er überlebte das Kassett. Ein Holocaust-Überlebender? Oui. Der arme Mann hatte so viel Schreckliches erlebt und wurde dann Opfer eines Raubüberfalls. Das hat mich damals sehr berührt. Wissen Sie, meine Eltern hatten auch nur durch viel Glück überlebt. Es war schrecklich. Im Sterben soll er immer wieder den Namen Rachel ausgerufen haben. So wurde es damals jedenfalls gesagt. Alle Welt rätselte, wen er gemeint haben könnte oder ob er den Namen seiner Mörderin rief. Aber die Polizei hat es nie herausfinden können. Auch die Täter wurden, glaube ich, nie gefunden. Ein Blick zu Sherlock genügte und ich wusste, dass wir auf eine heiße Spur gestoßen waren. Seine Nasenlöcher zuckten nervös und sein Blick wirkte wie abwesend. Wie ist der Mann ermordet worden? Er wurde erstochen, wenn ich mich recht erinnere. In Antwerp gibt es eine große jüdische Gemeinde. Der Mann lebte dort. Er war Schmuckhändler. Die Polizei ging von Raubmord aus. Aber genaueres weiß ich leider nicht mehr. Sherlock zog erneut den Ring des Rabbis aus seiner Manteltasche und zeigte ihn den beiden Frauen. Haben Sie diesen Ring schon einmal gesehen? Hatte Monsieur Bâtard vielleicht auch so einen? Das weiß ich nicht. Et toi, chérie? Ja, das ist wirklich seltsam. Warten Sie einen Augenblick, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Die Witwe verließ erneut das Zimmer und kehrte nach kurzer Zeit mit einem Ring in der Hand zurück. Mein Mann hat diesen Ring letztes Jahr geschenkt bekommen, glaube ich. Hier. Sherlock nahm ihn an sich und verglich die beiden Ringe eingehend. Auch dieser wies die gleiche Gravur in hebräischer Schrift auf. Die Ringe waren identisch. Was steht da geschrieben? Ein Segen? Sein Scheinen ist unser Bündnis für die Ewigkeit. Was soll das bedeuten? Madame, vielen Dank. Sie haben uns sehr geholfen. Aber gerne. Ich hoffe sehr, dass Sie den Verantwortlichen finden werden, wenn es wirklich Mord war. Ich würde mich Ihnen natürlich persönlich erkenntlich zeigen, Monsieur Holmes. Der Weg führte uns in die British Library. Dort durchstöberten wir über mehrere Stunden das umfangreiche Zeitungsarchiv, bis wir endlich fanden, wonach wir suchten. Sherlock, sehen Sie.
John, Sie haben es. Lesen Sie. 16. März 1979. Antwerpen, Tod eines Diamantenhändlers. Am vergangenen Mittwoch wurde der 72-jährige A. Goldberg auf offener Straße erstochen und ausgeraubt. Der Holocaust-Überlebende betrieb einen kleinen Schmuckhandel auf der berühmten Hoveniersstraat, dem Zentrum von Antwerpens Diamantengroßhandel. Als sein Verfolger ihn abpasste, war Mr. Goldberg unterwegs zu einem Geschäft in der Börse vor Diamantenhandel. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ihm aufgelauert hat und ihn dann in einem günstigen Augenblick überraschte. Das Opfer erlitt mehrere Stichwunden durch ein Klappmesser, der Angreifer konnte unbemerkt entkommen. Noch im Sterben rief der Mann immer wieder den Namen einer Frau, Rachel. Wen er damit gemeint haben könnte, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet und bittet um sachdienliche Hinweise. Nach unserem erfolgreichen Besuch in der British Library trennten sich unsere Wege und Sherlock verschwand für ein paar Stunden, um noch ein wenig ungestört zu recherchieren. Wir verabredeten uns für den späten Nachmittag und suchten dann den Lebensgefährten und langjährigen Mitarbeiter des zweiten Opfers, Philippe de Croix, Ernesto Santanella, auf. Der 44-jährige gebürtige Italiener bewohnte, nun allein, ein großzügiges Anwesen in Notting Hill. Mr. Santanella, können Sie mir sagen, auf welchen Bereich Mr. de Croix innerhalb des Auktionsbetriebs spezialisiert war? Philipp war bei Sarsons Vorstandsvorsitzender für Europa und den Orient in der Abteilung für Schmuck und Edelsteine. Dort haben wir uns auch vor 10 Jahren kennengelernt. Aber vor allem faszinierten ihn Diamanten, oder? Das ist richtig. Jeder, der einen außergewöhnlichen Diamanten suchte oder verkaufen wollte, wandte sich zuerst an Philipp. Er hat in den vergangenen Jahren einige der spektakulärsten Verkäufe betreut. Zum Beispiel? 2008 versteigerte er den blauen Wittelsbacher für 16,4 Millionen Pfund. Ein Stein, der bis 1918 zu den bayerischen Kronjuwelen gehörte. Aber sein größter Coup gelang ihm, als er vergangenes Jahr den Pink Star für unglaubliche 68 Millionen Schweizer Franken in Genf versteigerte. Bis jetzt der höchste Preis, der je bei einem Diamanten erzielt wurde. Was macht diese Diamanten so außergewöhnlich, dass sie einen derart hohen Preis erzielen? Sehen Sie, Diamanten werden in den sogenannten 4 Cs kategorisiert. Karat, das Gewicht, Clarity, die Klarheit, Color und Cut, die Farbe und der Schliff des Steins. Der blaue Wittelsbacher beispielsweise besticht, wie der Name schon sagt, durch seine naturblaue Farbe. Die Herkunft ist nicht ganz geklärt. Wahrscheinlich stammt er aber aus einer indischen Mine bei Golconda. Der Pink Star hat hingegen die Farbe Vivid Pink, eine äußerst seltene Farbe. Und mit 59,6 Karat ist er zudem ein äußerst reiner und großer Diamant. Hinzu kommt, dass er in einem Antwerp Cut geschliffen ist. Das ist der teuerste und beste Diamantenschliff, den es auf der Welt gibt und der nur in Antwerpen beherrscht wird. Und wo findet man solche Diamanten? Steine dieser Größe und Farbe wurden schon in Indien, Südafrika und Australien gefunden. Australien? Ja. In der Region rund um Argyll in Kimberley wurden ähnliche, aber deutlich kleinere Diamanten dieser Farbe gefunden. Der Pink Star wurde hingegen 1999 in Südafrika gefunden. Wissen Sie, wer diesen Stein versteigern ließ? Ein israelischer Diamantenhändler, der in der Schweiz lebt, glaube ich. Hatte Ihr Partner vor seinem Ableben Streit mit jemandem? Vielleicht mit einer Frau? Ja, wissen Sie, da war etwas. Ein paar Tage vor seinem schrecklichen Tod bekam ich zufällig ein Telefonat mit. Philipp schien sich mit jemandem zu streiten. Er war sehr aufgebracht und forderte immer wieder, dass derjenige seinen Mund halten solle. Am Schluss sagte er wütend, es gebe keinen Golem und dass er nichts zu befürchten habe. Dann legte er auf. Ich habe mir damals nicht viel dabei gedacht und es auf einen seiner üblichen exaltierten Kunden geschoben. Er erwähnte den Golem. Sind Sie da sicher? Ja. Eigentlich wollte ich Philipp später noch darauf ansprechen, doch an dem Abend waren wir zu einem Dinner eingeladen und danach habe ich es vergessen. Wer ist der Golem? Eine mythische Gestalt, die einer jüdischen Legende entstammt. Eine menschenähnliche Figur aus Lehm wird mittels Zauberei zum Leben erweckt und folgt den Befehlen seines Meisters. In den alten Sagen wurden diese in Form kleiner Papierstücke in den Mund des Golems eingeführt. Daraufhin sorgt der Golem für ihre Erfüllung, egal um was es sich dabei handelt. Sagt Ihnen der Name Rachel etwas? Nein, leider nicht.
War Mr. De Croix mit einem der anderen Opfer bekannt? Das hat mich auch Scotland Yard schon gefragt, nicht, dass ich wüsste. Ich hätte nur noch eine letzte Frage, Mr. Santanella. Sherlock holte den Ring des Rabbis hervor und zeigte ihn unserem Gastgeber. Mr. De Croix hatte auch einen solchen Ring, stimmt's? Ja, eigentlich trug er ihn immer. Warum er ihn gerade am Tag seines Ablebens abgenommen hat, kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe den Ring abends in der Seifenschale im Badezimmer gefunden. Möchten Sie ihn sehen? Sehr gerne. Ich nehme an, es ist der, den Sie am rechten Ringfinger tragen. Überrascht sah ich, wie Mr. Santanella den Ring von seiner rechten Hand abzog und ihn Sherlock reichte. Ich habe ihn angezogen, als ich ihn fand. Er ist identisch mit den anderen Ringen. Hat er auch die Gravur? Ja, absolut identisch. Mr. Santanella, hier, der Ring. Danke. Kann ich denn sonst noch etwas für Sie tun? Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Als wir wieder draußen vor der Tür standen, fragte ich... Und was nun? Besuchen wir jetzt die Villa von Joel Strange? Sehr gut, John. Genau das werden wir tun. Ich hatte das eigentlich nur im Scherz gesagt. Nie hätte ich mir träumen lassen, meinem Idol einmal so nahe zu kommen. Bis mir wieder einfiel, dass er ja längst nicht mehr unter uns weilte. Stranges Tochter, Daisy, öffnete uns die Tür. Bisher hatte ich nur wenige Fotos von ihr in der Zeitung gesehen, da sie ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Die 28-jährige Frau glich ihrem berühmten Vater auf verblüffende Weise. Sie hatte seine hellgrünen Augen geerbt, genau wie die makellosen Gesichtszüge und das tiefschwarze Haar. Mr. Holmes? Dr. Watson? Hallo, Miss Strange. Danke, dass Sie uns empfangen. Mein aufrichtiges Beileid. Ihr Verlust ist auch der meine. Ja, danke. Ich nehme an, Sie wollen sehen, wo mein Dad gefunden wurde. Ja, das ist richtig. Hier entlang. Es war im Wohnzimmer. Danke. Daisy Strange führte uns in einen gemütlichen, großzügigen Raum. Er war im Kolonialstil eingerichtet, wie in meinem Lieblingsfilm mit Joel Strange, African Heart. In der Mitte des Raums standen sich zwei lederne Chesterfield-Sofas gegenüber, dazwischen ein massiver Holztisch. An den dunkel gebeizten Holzwänden hingen zahlreiche Fotos von Joel Strange mit Freunden, Kollegen und Fans. Während Sherlock und Daisy sich unterhielten, schaute ich mich neugierig um. Miss Strange, wie ich sehe, leben Sie in der Regel nicht in diesem Haus. Nein, ich habe eine kleine Wohnung in Soho. Wann haben Sie Ihren Vater zuletzt gesehen? Das ist schon ein paar Wochen her. Dad kam gerade von längeren Dreharbeiten aus Reykjavik zurück und war schon wieder auf dem Sprung nach Los Angeles. Wir haben uns immer nur sehr sporadisch gesehen. Ich bin vornehmlich bei meiner Mutter aufgewachsen. Dann hatten Sie kein besonders gutes Verhältnis zu Ihrem Vater? Nein. Aber seitdem ich beim Theater arbeite, hatte es sich etwas verbessert. Sie treten also in die Fußstapfen Ihres Vaters und werden Schauspielerin? Mich interessiert eher die Regiearbeit. Ich habe bereits 2 Stücke inszeniert und bereite gerade ein 3. vor. Nichts Großes für eine kleine Independent-Theatergruppe. Wie interessant. Ihr Vater muss unglaublich stolz auf Sie gewesen sein. Ja, naja. Ich stehe noch ganz am Anfang. Mal sehen, was am Ende daraus wird. Sherlock zeigte auch Daisy den Ring, doch sie konnte ihm dazu nichts sagen. Sie wusste auch nicht, ob ihr Vater eines der anderen Opfer gekannt hatte. Es tut mir leid. Ich kannte meinen Vater nicht besonders gut. Die meiste Zeit war er unterwegs und hat Filme gedreht. Das war sein Leben. Aber vielleicht wissen Sie, ob Ihr Vater eine Zeit in Antwerpen verbrachte oder Verbindungen dorthin pflegte. Naja, letztes Jahr hat er einen Film in Antwerpen gedreht. Warten Sie mal, wie hieß der doch gleich? Belgium Nightmares. Ein moderner Film noir über einen spektakulären Diamantenraub. Ach, ja, genau. Ziemlich brutal, oder? Ein Megaflop. Aber ein Genre-Klassiker. Ich konnte die vernichtende Kritik nicht verstehen. Der Film ist ein Meisterwerk. Moment, ich muss da rangehen. Ja, Damien? Warte mal. Sie sind ein Fan. Stört es Sie? Aber nicht doch. Ich könnte mich sogar darüber amüsieren. Er war ein grandioser Schauspieler und Belgium Nightmares ist völlig zu Unrecht zu vernichten. Wenn man außer Acht lässt, dass Sie die ganze Zeit über eine wichtige Information verfügten. Joel Strange war im vergangenen Jahr in Antwerpen. Wieso haben Sie mir das nicht gesagt, John? Das ändert alles.
Ich habe die Verbindung nicht gesehen. Bisher konnten wir nur mutmaßen, dass die Opfer sich kannten. Jetzt wissen wir, vor einem Jahr war Strange in Antwerpen. Somit ist jetzt sicher, dass 4 der Opfer in ihrer Vergangenheit in Antwerpen gewesen sind. Zur gleichen Zeit haben, bis auf Joel Strange, alle jeweils einen Ring mit der identischen Gravur geschenkt bekommen. Wäre es zu optimistisch, wenn wir annehmen, dass sie sich kannten? Nein, ich glaube nicht. Ehe ich mich versah, sprang Sherlock auf und ging schnellen Schrittes zu der Wand mit den Fotografien. Fieberhaft suchte er sie ab. Ich folgte ihm in der Hoffnung, meinen Fehler wieder gut machen zu können. Sehen Sie, da ist ein Foto von Meryl Streep und Mr. Strange. Und hier der große Francis Ford Coppola. Du meine Güte, er kannte Billy Wilder. John, sehen Sie. Das ist es. Sherlock deutete auf eine Fotografie, die Joel Strange inmitten einer Gruppe von Männern zeigte. Es musste vor einem Jahr bei der Premiere von Belgium Nightmares in Antwerpen aufgenommen worden sein, wie die Plakate im Hintergrund verrieten. Auf den ersten Blick war an dem Foto nichts Auffälliges. Bei näherer Betrachtung erkannte ich aber... Wie Sie vermutet haben, da sind sie ja alle. Joel Strange und Ezra Horowitz, Jakob Ehrenburg, Philippe de Croix und hier... Eugène Bâtard und Professor Dr. Daniel Fleischer und... Die ganze Gruppe hübsch vereint. Na, was sagen Sie, John? Wie Sie es vorausgesagt haben. Interessant. Haben Sie es bemerkt, John? Der Fremde da? Links am Rand? Nein, Sie tragen alle den Ring. Sie sagen es. Miss Strange, kennen Sie den Mann, der neben Professor Fleischer steht? Ja, das ist Rafael Meir, ein alter Jugendfreund von Dad. Er wohnt gleich hier um die Ecke. Die anderen Männer kenne ich allerdings nicht. Doch Sherlock hörte der jungen Frau nicht mehr zu. Konzentriert betrachtete er den Bilderrahmen des Fotos. Sehen Sie es, John? Der Rahmen. Auf den ersten Blick war nichts Bemerkenswertes auszumachen. Doch Sherlock hätte mich nicht darauf hingewiesen, wäre ihm nicht etwas Ungewöhnliches daran aufgefallen. Ich sah genauer hin und bemerkte etwas. Was meinen Sie, John? Das Bild steht ein wenig vor, im Gegensatz zu den anderen Bildern, ganz so, als hinge es nicht plan an der Wand. Sehr richtig. Und nur der Vollständigkeit halber, im Gegensatz zu den anderen Fotos befindet sich auf diesem kaum Staub. Es muss also in den vergangenen Tagen bewegt worden sein. Ohne auf eine Erlaubnis von Miss Daisy zu warten, riss Sherlock das Foto von der Wand und befühlte die Rückseite des Rahmens. Wie ich es vermutet habe. Was ist es? Sherlock nahm den Rahmen an sich und die Rückseite heraus und prompt fiel ihm ein Briefumschlag entgegen. Er nahm den Umschlag und riss ihn auf. Doch bis auf einen Schlüssel befand sich weiter nichts darin. Wozu der wohl gehört? Sherlock begutachtete den Schlüssel genau. Ein Doppelbartschlüssel. Gewöhnlich findet Bartschlüssel Verwendung. Tresor oder Schließfachschlüssel. Gehört zur Familie Schabschlüsse. Größe und Art lassen auf Bankschließfach schließen. Und Beschaffenheit des Schlüssels legen nahe, dass es ein Schließfach der HSBC ist. Sherlock zog sein Smartphone aus der Jackentasche. Siri, ich suche eine HSBC-Bank in der Nähe. Die nächste HSBC-Bank-Filiale befindet sich auf der High Street. Sie ist fußläufig in circa 8 Minuten zu erreichen. John, Sie suchen Mr. Meir auf. Warnen Sie ihn vor unserem Racheengel. Er schwebt in großer Gefahr. Ich werde mich mit dem Schlüssel zu dem dazugehörigen Bankschließfach begeben und herausfinden, was hinter all dem hier steckt. Weichen Sie nicht von Mr. Meirs Seite. Ich komme dann zu Ihnen. Und damit war Sherlock aus der Tür. Ich verabschiedete mich noch von Miss Strange und machte mich dann eilig auf den Weg zu Mr. Meir. Die Wohnungstür zu Rafael Meirs Wohnung war nur angelehnt, als ich dort eintraf. Vorsichtig trat ich ein. Hallo? Mr. Meir? Hilfe! So helfen Sie mir doch! Der etwa 50-jährige, untersetzte Mann lag schwer atmend auf dem gekachelten Boden seines Badezimmers. Seine Stirn war schweißnass, seine Haut leichenblass. Nur mit einem Bademantel bekleidet lag er hilflos da. Mr. Meir, ich heiße John Watson, ich bin Arzt. Sagen Sie mir genau, was passiert ist, dann kann ich Ihnen helfen. Rachel, der Golem war hier. Rachel ist der Golem? Das ist die späte Rache des Ariel Goldberg. Hat Rachel Sie gezwungen, eine Tablette zu nehmen? Ja. Während ich seinen unregelmäßigen Puls kontrollierte, verständigte ich den Notruf und Scotland Yard.
Bis der Rettungswagen eintraf, versuchte ich, dem Mann das Atmen zu erleichtern, machte kalte Umschläge und hielt ihm den Kopf. Bleiben Sie ruhig. Der Notarzt wird gleich eintreffen. Bitte, bitte bleiben Sie bei mir. Bitte. Selbstverständlich, Mr. Meir. Seien Sie unbesorgt. Wann haben Sie die Tablette eingenommen? Vor einer halben Stunde vielleicht. Es war hoffnungslos. Er war nicht mehr zu retten. Die tödliche Substanz war längst in seinen Kreislauf gelangt und legte nun Stück für Stück seine Muskulatur lahm. Es war nur eine Frage von wenigen Augenblicken, bis er nicht mehr würde atmen können. Hören Sie mir zu. Bitte, ich muss das jemandem erzählen. Was ist es? Vor 36 Jahren. Ich war es. Sein Blut. Ariel Goldberg. Es klebt an meinen Händen. Wir alle haben den Tod verdient. Es ist alles nur unsere Schuld. Was sagen Sie da? Aber wieso? Und was hatte es mit den Ringen auf sich? Mr. Meir? Mr. Meir! Noch ehe er mir antworten konnte, verlor Rafael Meir das Bewusstsein. Wer ist Rachel? Und wieso sind Sie auf Rache? Doch Rafael Meir konnte mir nicht mehr antworten. Er starb in meinen Armen. Wenige Augenblicke später traf der Notarzt ein. Ich hatte nur noch eins im Sinn. Ich musste umgehen zu Sherlock. Womöglich schwebte er in Lebensgefahr. Sherlock hatte gerade das Schließfach geöffnet und die Kassette herausgezogen, als er bemerkte, dass sich Schritte näherten. Gefährlich als jetzt, eine weibliche Person. Das gleiche Parfum, wie ich es in Rabbi Ehrenburgs Büro wahrgenommen habe. Möglich bewaffnet. Einziger Fluchtweg versperrt, da nur eine Alarmknopf am Treppenabsatz unerreichbar. Ich sitze in der Falle. Erwartete Konfrontation, T-10 Sekunden. Jetzt lernen wir uns also endlich persönlich kennen. Rachel. Guten Abend, Mr. Holmes. Eine große, schlanke Blondine, Ende 70, trat mit einer gezückten Pistole auf Sherlock zu und deutete auf das Schließfach. Ich gehe davon aus, dass der Inhalt dieser Kassette mir gehört. Rechtmäßig gehört er der Familie Baschewitz. Ariel Goldberg hat den Diamanten seinerzeit bereits widerrechtlich an sich genommen. Ist es nicht so? Sie wissen also von dem Diamanten? Die Träne des Himmels. Einst im Besitz des letzten Zaren Russlands, Nikolaus II., der größte bekannte rosafarbene Diamant, der jemals gefunden wurde. Er galt lange als verschollen. Ich würde sagen, bis heute. Sehr beeindruckend, Mr. Holmes. Wie sind Sie darauf gekommen? Nun, auf den ersten Blick hatten Ihre sechs Opfer nichts miteinander zu tun. Doch bei näherer Betrachtung konnte man eine interessante Gemeinsamkeit feststellen. Die Herren hatten allesamt ein auffälliges Faible für Diamanten, ob beruflich oder privat. Ich recherchierte ein wenig und stieß auf eine Reihe sagenumwobener verschwundener Diamanten, darunter auch die Träne des Himmels. Die Spur des Steins verliert sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs irgendwo in Russland. Er konnte überall sein. Verloren, vernichtet oder vergraben in den unendlichen Weiten der sibirischen Steppe. Alles war möglich. Ein Kontakt in Belgien brachte für mich dann ein paar überaus aufschlussreiche Informationen in Erfahrung. Nur zu, ich bin ganz Ohr. Interessanterweise machte kurz vor Ariel Goldbergs Ermordung ein Gerücht auf der Houvenirstraat die Runde, dass er einen sehr seltenen rosafarbenen Diamanten verkaufen wollte. Aber nicht an einen seiner geschätzten Kollegen, sondern an eines der schwarzen Schafe, die sich, wenn sie einmal wegen unkoscherem Geschäftsgebaren in Ungnade gefallen sind, auf einer roten Liste in der Börse vor Diamantenhandel wiederfinden. Es wurde damals gemunkelt, dass es sich um heiße Ware handeln musste und Ariel sich danach zur Ruhe setzen wollte. Aber wie war der Stein in seinen Besitz gelangt? Und woher stammte er? Er konnte nur von einem seiner Kunden, deren Nachlassverwalter er war, stammen.
Ein Blick in das Melde- und Sterberegister von Antwerpen brachte mich auf die Spur von Rosa Waschewitz. Geboren am 23. Mai 1903 in St. Petersburg, verstorben am 4. Dezember 1978 in Antwerpen, nur 3 Monate vor seinem Tod. Ariel Goldberg kümmerte sich seinerzeit auch um ihren Nachlass. Wie und warum der Diamant in ihren Besitz kam, hat Rosa Waschewitz leider mit ins Grab genommen. Allerdings hat Mr. Goldberg, der den Stein damals fand, ihn weder an den rechtmäßigen Erben noch an den Staat Belgien abgegeben, was seine Pflicht gewesen wäre. Sehr beeindruckend. Und doch irren Sie sich in einem Punkt. Die Waschewitz sind alle tot. Dank der Nazis. Ariel nahm nur Nachlässe von alleinstehenden Personen an. Der Deal war immer der gleiche. Ariel wurde in einem Testament zum Alleinerben ernannt. Dafür übernahm er die Bestattungskosten und alle weiteren anfallenden Kosten. Das, was darüber hinaus übrig blieb, war seine Bezahlung. Davon lebte er. Und so handhabte er es auch bei Rosa Baschewitz. Das ist nicht ganz richtig, wenn ich Sie korrigieren darf. Ich habe ein wenig recherchiert. Es gibt noch einen entfernten Verwandten, der in der Zwischenzeit in den USA lebt. Janni Baschewitz. Er betreibt einen Bagelshop in Brooklyn. Ariel wusste schon damals von Janni, hat ihm aber nichts von seinem unverhofften Erbe verraten. War es nicht so, Rachel? Sie haben doch in seinem Auftrag nach Nachkommen und potenziellen Erben gesucht. Deshalb wollte er den Diamanten auch so schnell wie möglich unter der Hand verkaufen. Auf dem Weg zu dem vermeintlichen Handel seines Lebens wurde er dann aber überfallen und ermordet. Und der Stein verschwand erneut. Aber Sie haben nie aufgegeben, nach ihm und den Mördern Ariels zu suchen. Oh, jetzt bin ich wirklich beeindruckt, Mr. Holmes. Wie sind Sie darauf gekommen? Nun, dank Rabbi Ehrenburg kannte ich Ihren Namen. Und dank Ihrer Textnachricht wusste ich, dass Sie auf Vergeltung aus waren. Also musste ein persönliches Motiv dahinter stecken. Und nachdem Madame Bataar uns von Mr. Goldbergs traurigem Ende erzählte, war mir klar, dass das Mordmotiv in diesem tragischen Vorfall begründet liegen musste. Mein Verdacht, dass Ihre Opfer etwas mit dem Tod von Ariel Goldberg zu tun hatten, erhärtete sich schließlich, als ich das Foto in Mr. Stranges Wohnung gefunden habe. Es war der ultimative Beweis, dass sich die Männer untereinander kannten. Ezras Vater hatte ein Juweliergeschäft auf der Hoveniersstraat, genau wie Ariel. Sie waren gute Bekannte. Ezra verdiente sich als Aushilfe etwas dazu und half Ariel ab und zu aus. So muss er auch von dem Diamanten erfahren haben. Er hing damals mit ein paar Jungs rum, die im Sommer in die Yeshiva gingen. Joel Strange hatte seinen Freund Rafal damals in Antwerpen besucht und gehörte schon bald mit zu der Clique. Die Jungs schmiedeten den Plan, Ariel zu überfallen und ihm den Diamanten zu stehlen, um sich einen unvergessenen Sommer zu machen. Aber Ariel wehrte sich und wurde bei dem Überfall ermordet. Leider konnten seine Mörder unerkannt entkommen und wurden nie gefasst. Aber Sie haben nie aufgehört, nach ihnen zu suchen. Tja, es hat mich Jahre gekostet, ehe ich auf die Spur unserer kleinen, verschworenen Gemeinschaft gekommen bin. Letztlich war es ein dummer Zufall. Mr. Strange war Zeit seines Lebens ein Mann, der das Risiko liebte, nicht wahr? Er war ein durchtriebener Mistkerl. Er war es, der seine Freunde damals in dem Glauben ließ, dass er den Diamanten verloren hatte, als er ihn nach dem Mord sicher nach England hatte schmuggeln sollen. Geplant war, dass Strange ihn verkaufen sollte. Den Gewinn wollten sie danach untereinander aufteilen. Doch dazu kam es nie. Joel hat ihn all die Jahre für sich behalten. Und die Idioten haben es ihm auch noch geglaubt. Die Glicke hat sich danach nicht wiedergesehen. Doch keinen hat dieser Diamant je wieder losgelassen. Anlässlich der Filmpremiere von Belgian Nightmares hat Strange ausgerechnet seine alte Clique zusammengetrommelt und nach Antwerpen eingeladen. In Erinnerung an ihre Jugendsünde hat er jedem von ihnen dann einen Ring geschenkt. In seiner maßlosen Überheblichkeit hatte er sich damals unbesiegbar gefühlt. Doch der Film ist gefloppt und Joel Strange geriet in finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe es vorhin kurz gegoogelt. Der Film hat einen Verlust von fast 20 Millionen Pfund gemacht. Stranges gesamtes Privatvermögen. Er war praktisch pleite. Manchmal spielt einem das Leben auf wundersame Weise in die Hände. Strange musste den Diamanten dringend verkaufen. Nach all den Jahren.
Dummerweise konnte er dies nicht so einfach tun. Hatte er seine Freunde damals doch in dem Glauben gelassen, dass ihm der Diamant abhanden gekommen war. Und dann kamen sie ins Spiel. Er wandte sich an sie, den Golem. Ja, man nennt mich den Golem. Das war Ariels Idee. Wir kannten uns aus unserer gemeinsamen Zeit in Auschwitz. Damals haben wir von einem Golem geträumt, der uns von den Nazis befreit. Nach dem Krieg wurde ich dann Ariels Golem. Habe mich um Aufträge seiner Kunden gekümmert, Peiniger aus der Nazizeit aufgestöbert und alte Rechnungen beglichen. Als Ariel dann verstarb, wurde ich, naja, sagen wir mal, Freelancer. Rache ist ein gutes Geschäft. Nur hatte Mr. Strange keine Ahnung, wen er da engagierte. Nein. Zunächst dachte ich, dass er bloß ein weiterer Kunde war. Ein guter Freund hatte ihn an mich vermittelt und mir versprochen, dass dieser Auftrag etwas ganz Besonderes für mich bereithalten würde. Wie sehr er damit recht behalten sollte, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als Sie erfuhren, um was für einen Stein es sich handelte, haben Sie eins und eins zusammengezählt und Ihren Meister gerecht. Sie sagen es. Ein Wunschtraum wurde wahr. Was für ein arroganter Trottel, dieser Strange. Er hat sie mir alle auf dem Silbertablett serviert. Doch Sie hatten Ihre Rachelust nicht unter Kontrolle. Sie haben Joel Strange ermordet, bevor er Ihnen sagen konnte, wo er den Diamanten versteckt hielt. Der Diamant gehört mir. Ariel hätte das auch gewollt. Strange hatte Ariel auf dem Gewissen. Er verdiente den Tod, genau wie seine Freunde. Und als Sie bei dem Rabbi auftauchten, da wusste ich, das ist meine Chance. Früher oder später würden Sie mich zu dem Diamanten führen. Ach, ja? Wie konnten Sie da so sicher sein? Soweit ich weiß, sind wir uns bislang noch nie begegnet. Ein guter Freund und Geschäftspartner war so freundlich, Sie mir zu empfehlen. Er meinte, wenn ich es schaffte, einen der Morde so zu inszenieren, dass die Polizei stutzig würde und nicht weiterkäme, würden Sie nicht zögern und den großen Sherlock Holmes zu Rate ziehen. Und oh Wunder, da kreuzten Sie bei Ehrenburg auf. Sie waren meine Marionette von Anfang an. Wirklich? Ich muss sagen, es war sehr amüsant, Sie und Ihren kleinen Freund bei den Ermittlungen zu beobachten. Sie verraten mir wahrscheinlich nicht, um wen es sich bei Ihrem Geschäftspartner handelt. Nein, nur so viel. Er ist ein glühender Verehrer Ihrer Kunst und beobachtet Ihre bemerkenswerte Karriere schon seit Längerem. Er war es, der mich an Joel Strange vermittelte und mir auch durch einen kleinen Trick half, alle beteiligten Herren hier in London zu vereinen. Alles Weitere lag dann in Ihren Händen. Ich musste nur noch mein Werk vollenden und warten, bis Sie mich zur Träne des Himmels führen. Kompliment. Ihr Plan ist aufgegangen. Alle Beteiligten sind tot, denn ich gehe davon aus, dass mein Assistent Dr. Watson zu spät bei Mr. Weir angekommen ist. Oh ja, das ist er. Und der Diamant ist in greifbarer Nähe. Ja, ich nehme an, Sie werden mich jetzt umbringen. Ja, das muss leider sein. Ja. Hier, ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Die Kapsel einfach runterschlucken. Tut auch gar nicht weh. Versprochen. Ehe ich das tue, erlauben Sie mir einen kurzen Blick auf den Diamanten, für den so viele Menschen ihr Leben lassen mussten? Nur zu. Auch ich bin gespannt, ihn zu sehen. Sherlock öffnete die Kassette und holte eine kleine Samttasche heraus. Er öffnete sie und holte den Diamanten hervor. Er war beinahe so groß wie ein Hühnerei, hatte die Farbe kräftigen Pinks und funkelte in allen Farben des Regenbogens. Wunderschön. Finden Sie nicht? Ja. In der Tat. Sherlock hielt den Diamanten hoch, sodass sich das Licht der Neonlampe in seinem Facettenschliff brach und Rachel blendete. Ah, was soll das? Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass ich mich kampflos ergebe. Sherlock nutzte diesen Überraschungsmoment und stürzte sich auf Rachel. Doch aus ihrer Pistole löste sich ein Schuss, den Sherlock nur um Haaresbreite verpasste. Rachel rappelte sich wieder auf und zielte erneut auf Sherlock. Es war eine glückliche Fügung, dass ich genau in diesem Moment eintraf. Mit einem beherzten Sprung warf ich mich zum zweiten Mal in kurzer Zeit auf eine Frau, die im Begriff war, Sherlock Holmes zu töten. Ich rang mit ihr. Und ehe es mir gelingen konnte, ihr die Waffe zu entreißen, ging ein weiterer Schuss aus und traf Rachel in die Brust. Nein! In einer Stunde starb der zweite Mensch in meinen Armen. Alle Achtung, John.
Innerhalb der letzten beiden Tage retten Sie mir gleich zweimal das Leben. Wenn das nicht der Beginn einer wundervollen Freundschaft ist. Sherlock musste sich eine heftige Standpauke von Inspektor Lestrade anhören, weil er den Ring von Rabbi Ehrenburg unterschlagen hatte. Doch letztendlich war der Inspektor natürlich heilfroh, dass Sherlock den Fall so schnell lösen konnte. Ich nehme an, dass ich Sie nun häufiger zu sehen bekomme, Dr. Watson. Das ist gut möglich. Hört, hört. Ich werde Mrs. Hudson die frohe Botschaft gleich überbringen. Tun Sie mir einen Gefallen, Dr. Watson. Sorgen Sie dafür, dass unser Sherlock Holmes hier in Zukunft keine Beweismittel mehr unterschlägt. Scotland Yard duldet solch ein Verhalten nicht. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Klar und deutlich. Also, darauf trinke ich. Cheers, alter Junge. Willkommen in der Baker Street. Home, sweet home. Ich kann gar nicht glauben, dass das alles schon so lange her ist. Wie schnell die Zeit vergeht. Schön, dass Sie hier bei uns sind, John. Baker Street Home, 23:01. At Baker Street Home. Vielen Dank, Mrs. Hudson. John Watson, 23:02. Klasse Geschichte, Dr. Watson. War echt spannend. Sweet Sandy 95, 23:03. At Sweet Sandy 95, fand ich auch. Miss Marple is the better detective, 23:04. John, ich bin nicht überfürsorglich. Du tust ja fast so, als wäre ich eine richtige Glucke. The real Watson, 23:05. Nimm es mir nicht übel, Harry, aber du bist eine Glucke. John Watson, 23:06. Das war der Anfang vom Ende. Kaiser Sose, 23:07. Sagt wer? Erste Geige, 23:08. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Ein Fluch in Rosarot. Von Viviane Koppelmann. Frei nach Motiven von Arthur Conan Doyle. Es sprachen Sherlock Holmes, Johann von Bülow, Dr. John Watson, Florian Lukas, James, Jim Moriarty, Stefan Kaminski. Inspektor Lestrade, Peter Jordan. Mycroft Holmes, Kai Magnus Sting. Madame Danja Batar, Brigitte Grotum. Madame Batar, Frauke Pohlmann. Bethel Ehrenburg, Judith Engel. Rafael Meir, Udo Schenk. Ernesto Santanella, Norman Matt. Daisy Strange, Kathleen Gavlich. Rachel, der Golem, Stephanie Eid. Mrs. Hudson, Cornelia Boje. Harry Watson, Nele Rosetz. Mary, Ritter Steffenhagen. Sandy 95, Lisa Hedina. English Bulldog, Henning Nören. Democracy Now, Sebastian Graf. Miss Marple is the Better Detective, Marlene Lohse. Sowie Tonio Arango, Martin Engler, Katharina Maria Schubert, Horst Koterba und viele andere. Technische Realisation: Jean-Boris Schimczak und Theresia Singer. Regie: Viviane Koppelmann. Künstlerische Gesamtleitung: Leonard Koppelmann. Eine Produktion von Der Audio Verlag.